Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, warum bin ich hier bei Dr. Ernards Haus? Das hat einen einfachen Grund. Mir hat leider Gottes wieder Fraps versagt, beziehungsweise die Technik versagt. Weil Fraps hat die ganzen letzten drei Folgen oder so, die ich aufgenommen hatte, hat er leider nicht aufgezeichnet. Aber im Grunde habt ihr nicht viel verpasst, ihr habt halt nur eine Mission verpasst, das tut mir ehrlich sehr leid. Ich würde sie euch gerne nochmal zeigen, aber das kann ich halt leider nicht, da hier leider alles gleich automatisch gespeichert wird. Und ja, tut mir furchtbar leid, ich kann euch gerne mal ein bisschen eine Zusammenfassung erklären von der Mission, die wir vorher hatten, oder die leider nicht aufgezeichnet wurde. Und zwar ging es darum, dass wir in ein Versteck, wo sich angeblich Lisa befinden sollte, einbrechen und sie von dort auch befreien, da sie irgendwie festgehalten wird von Wartleuten. Dann haben wir allerdings nur ein Video vorgefunden in dem Versteck und plötzlich wurden wir dann aber von Wartleuten oder von einem von Wartleuten wurden wir dann rücklings irgendwie erschlagen. Und dann befanden wir uns plötzlich wieder auf einen Stuhl gefesselt, genauso wie Lisa, die mir dann direkt gegenüber saß. Und Vaas wollte uns dann anschließend auch noch in Flammen setzen. Und ja, dann auf einmal ist irgendwie die Bude eingebrochen. Lisa ist Gott sei Dank nichts passiert, vorerst. Ich bin dann ziemlich weit hinuntergestürzt und musste mich dann durch Flammen hinaufkämpfen. Bis zu Lisa hab sie dann befreit von dem Stuhl, Vaas Leute und Vaas selbst ist natürlich wieder geflüchtet. Und ja, dann mussten wir noch bei einer kleinen Flucht mit dem Auto, mussten wir dann auch noch so, sorry für den kurzen Cut, der Lieferant war gerade da. Und ja, ich habe nämlich eine Lieferung erwartet. Tut mir leid für den kurzen Cut. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, auf jeden Fall nach der Befreiung von Lisa mussten wir mit dem Auto flüchten, ehe das Gebäude von dem ganzen Feuer einstürzt. Und da mussten wir auf jeden Fall noch ein paar Verfolger abschütteln mit Raketenwerfer und Pistolen. Während Lisa gefahren ist, musste ich sie natürlich alle abwehren, die Angreifer. Und dann sind wir hier bei Dr. Ernards Haus angekommen und nun steht sie da. Ganz allein, das ist Lisa, für alle diejenigen, die sie noch nicht kennen sollten. Ja, das ist Lisa, wunderhübsche Frau. Sehr jung noch, na herrlich. So, und ja, jetzt bin ich hier stehen geblieben, natürlich in der letzten nicht aufgenommenen Folge leider. Bin ich hier bei so einer, dieser wunderschönen Aussicht stehen geblieben und ich habe mir gedacht, okay, mit dieser Aussicht entlasse ich euch in die nächste Folge. Aber das habt ihr leider nicht alles gesehen. Daher tut es mir leid, dass ihr die letzte Mission jetzt nicht gesehen habt. Ich habe mir auch in den letzten drei Folgen habe ich mir etwas Geld zusammengespart und habe zwei, drei Aufgaben gelöst. Zwei Aufgaben Drakiert und eine Jagdmission, wo ich zwei Bären killen musste mit einer Schrotflinte. Und eben die zwei Aufgaben der Rakiert, wo ich eben die Rakiert mit dem Messer, also den Anführer jeweils mit dem Messer killen sollte. Also das kennt ihr eh schon. Und dadurch habe ich mir jetzt ein neues Scharfschützengewehr geholt und natürlich eine neue Waffe. So sieht sie aus, die neue Waffe. Ja, wurde mir von einem Freund empfohlen, dass ich mir das Scharfschützengewehr und diese Waffe hier besorgen sollte, weil die irgendwie besser ist. Und ja. Jetzt werde ich allerdings, bevor ich hier weitermache mit der Story, möchte ich auf jeden Fall schauen, dass ich hier den nächsten... Ja, den nächsten, weiß ich, den nächsten Funkturm hier erobere. Wobei, naja, Moment, wir sind eigentlich immer noch in einer Mission drin, glaube ich. Da wir hier noch nicht ganz fertig sind, anscheinend, so. Muss hier glaube ich runter, denn hier soll irgendwo eine Höhle sein. Irgendwo soll hier eine Höhle sein. Uiuiui. So, ich hoffe, ich finde die Höhle hier noch. Das wäre ganz blöd, wenn ich sie nicht finden würde. So. Gucken
gucken wir mal, wo ist die Höhle versteckt? Wo genau ist sie? Muss nämlich hier irgendwo sein. Irgendwo muss die Höhle sein. Sollte angeblich unter Dr. Nards Haus sein. Bin mir aber dessen nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Wir müssen da auf jeden Fall mal gucken. So. Okay. Okay, also jetzt sind wir da wieder oben. Da ist die Höhle. Interessant, sehr interessant. Da ist die Höhle, da müssen wir rein. So. Na, machen wir mal kurz die Mission fertig. Tut mir wie gesagt leid, dass ihr die Mission leider nicht gesehen habt, die letzte, aber naja. Da hat die Technik leider versagt. Du hast es geschafft. Daisy, es tut mir so leid. Okay, genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. So, okay, wir müssen hier also anscheinend etwas tauchen, weil es hier angeblich irgendwie ein Stück gibt, was wir einbauen können in das schöne Schiff. Schauen wir mal. So, erstmal wieder auftauchen, so. Also wieder runter. Irgendwo muss das ja sein, hier ist was. Perfekt. Den Antriebskopf in der Höhle. Bringe den Antriebskopf zu Daisy. Das tun wir auch gleich mal. Ja, viele werden mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich jetzt die letzten Folgen leider verhauen habe. Aber naja, ich kann leider nichts dafür. Das war leider die Technik, die hier versagt hat. Das ist leider immer mal... Es passiert leider immer wieder mal zwischendurch. Und ja, ich hoffe, es passiert nicht allzu oft, aber naja. Du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Oh Mann. Ja, typisch. Männer müssen immer die Technik machen. Naja. Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. So. Okay, wir sollen mit Lisa sprechen. So, ja. Mir fällt gerade ein, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Also ich habe vorher einen Fähigkeitspunkt erhalten. Den muss ich noch... Nein, zwei sogar. Die muss ich auf jeden Fall noch, machen. So. Nur leider Gottes ist hier nur wenig freigeschalten. Das heißt, ich kann im Moment eigentlich nur mehr das hier ausbauen. Mehr eigentlich nicht. Dafür müssen wir wahrscheinlich mehrere Missionen machen. So, reden wir mal mit Daisy. Also mit Lisa meine ich. Nicht mit Daisy, mit Lisa. Jede Nacht träume ich von Hollywood. Wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen. Hauptsache, wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde... Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Ja, Erfolg. Beschäftigt bleiben. So, na gut. Verlasse die Höhle. Das tun wir auch gleich. So. Gut,
Ich hoffe, diese Mission ist jetzt endlich mal erledigt, so dass wir uns wieder anderen Sachen widmen können. Denn ich möchte auf jeden Fall gerne die Funktürme noch erobern. 1000 XP, na wunderbar. Daisy Lee. Daisy Lee, die Freundin deines toten Bruders Grant. Daisy Lee ist in Maine aufgewachsen, bevor sie in Los Angeles zur Schule ging. Sie ist Profischwimmerin, fragt sich nur, ob ihr das hilft, lebend von der Insel zu kommen. Lisa Snow, deine Freundin Lisa Snow, Präsidentin und Studentenrats an der UCLA, aufstrebende Hollywood-Schauspielerin. Ein paar Verwarnungen wegen falschem Parken, sonst nichts. Du solltest mich hier vorstellen, wir würden uns gut verstehen. Und Vars Montenegro, dass wir den noch nicht in unserer Liste drin haben. Wenn es um Vars geht, kann man für nichts garantieren. Beobachtungen zeigen, dass er gewalttätig und unberechenbar ist. Gerüchten zufolge gibt es eine alte Verbindung zu den Rakiat. Doch jetzt arbeitet er für Hoyot Volker, den Sklaven- und Drogenhändler. Er ist nicht gerade der Weihnachtsmann. Hab ich seine Drogensucht erwähnt? Und deine Freunde hat er auch. Ja, so viel wissen wir. Waffen, GL... 94, das ist der Granatwerfer, glaube ich. Lerne den GL-94 kennen. Die Idee hinter diesen Knaben ist, vier sind besser als eine. Die meisten Granatwerfer müssen nach jedem Schuss nachgeladen werden. Die GL-94 verfügt über vier 43mm Granaten. Drei im Magazin, eine in der Kammer. Gut, haben wir das auch erledigt. So, ein genauer Anruf von Hallo? Dennis. Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Bars hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Vars. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Sehr gut. Ich da nur reingeraten. Na gut, verlassen die Höhle haben wir erledigt. Erkunde die Insel oder sprich mit Sietra, um ein neues Missionsziel zu bekommen. Gut, ja, das heißt, diese Mission hätten wir erledigt. Auch wenn ihr nur einen Teil davon gesehen habt, leider. Es tut mir leid, immer noch. Aber naja, was soll's. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall erstmal aufmachen zum nächsten Funkturm, bevor wir hier in der Story weitermachen. Jetzt sind hier auch wieder die ganzen Symbole da. Ihr seht, da war ein Symbol und dann glaube ich da war auch noch ein Symbol der Rakiat und so, ne? Also das habe ich alles erledigt und habe dadurch auch ein bisschen Geld gewonnen. Aber so sonderlich beeindruckend oder so sonderlich spannend war es ja gerade nicht. Nur eine Mission habt ihr leider verpasst, aber naja, dafür kann ich leider nichts. Da, wie gesagt, die Technik versagt hat. So, ich werde mir hier auf jeden Fall mal den Funkturm hier auf jeden Fall mal in der Karte markieren. Und ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf jeden Fall auf zum Funkturm. Obwohl diese Folge wahrscheinlich etwas kürzer ist, aber ich habe vor, in der nächsten Folge auf jeden Fall wieder etwas mehr zu machen, sofern es mir möglich ist. Und ja, auf jeden Fall, wir sehen uns in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.